Vor einem halben Jahr war die kleine Dorfschule in Pferich im Allgäu noch eine Art von Stiefkind. Völlig unzureichende Lehrmittel und keinerlei Sportgelegenheit für die Kinder. Inzwischen wurde das Schulhaus der Einklassenschule neu verputzt, ein großer Turn- und Spielplatz steht zur Verfügung und der Lehrmittelbestand hat sich in erfreulicher Weise vergrößert. Wieso? Oh, sehr einfach. Der Lehrer Meichel hat nicht mehr länger auf die Großzügigkeit des Vaters Staat gewartet, sondern er hat dem Stiefkind Dorfschule neue zusätzliche Väter gewonnen, die auch wirklich mithalfen. Da ist zum Beispiel der Bauer Abler in Pferich. Er hat eine Wiese für die Schule als Turn- und Sportplatz freigegeben. Der Bauer König in Pfericher Höfe hat zwei von seinen Tannen gefällt und als Reckpfosten bearbeitet. Er hat, wie andere auch, schon manches Mal umsonst irgendeine Arbeit für die Schule geleistet. Der Schreinermeister Volkwein im Weiler Steinach bei Pferich hat an einem Erdsatelliten- und Atommodell mitgebastelt. Zusammen mit dem Schmiedemeister Keckeisen in Herfahrts. Sein Bruder, der Automechanikermeister Keckeisen in Wangen, hat das Modell eines Benzinmotors bearbeitet und gestiftet. Der Buchbindermeister Hummel in Wangen hat Papier und Kartenleinwand und Leisten für eine große Europakarte gestiftet und natürlich fertig gemacht. Der Elektromeister Bramsohler in Amzell hat eine kleine Schalttafel für den Unterricht gebaut, auch als Geschenk. Das sind nur einige Beispiele. Und das war der Lehrmittelbestand noch vor einem halben Jahr, in der Mitte des 20. Jahrhunderts im Wirtschaftswunderland. Ein paar Steine, in diesem Fall finde ich Steine des Anstoßes. Dass die Großen noch andere Vögel haben, wissen die Kinder ohnehin längst. Aber auf dem Ohr hörte der Vater Staat eben nicht. Stellen Sie sich zum Beispiel modernen Geschichtsunterricht vor ohne Europakarte. Die gab es hier nicht. Inzwischen hat der Herr Lehrer Meichel auf die gestiftete Kartenfläche selbst eine Europakarte gezeichnet und gemalt. Und er freut sich mit seinen Schulkindern von 8 Schuljahrgängen jeden Tag über alles, was seither schon gebastelt und gestiftet wurde. So Kinder, jetzt wollen wir noch die Gelegenheit benutzen und uns bedanken. Unsere Kinder sollen ja auch nicht benachteiligt sein gegenüber der Stadt, denn wir haben auch begabte Kinder in unserer Schule. Nochmals allen herzlichen Dank und jetzt weiter im Unterricht. Und nur die Gaben, das ist die kleine elektrische Schalttafel. Jetzt werden die Kinder den richtigen Drücker finden, jetzt werden sie es läuten hören, jetzt wird ihnen ein Licht aufgehen. Modell zur Demonstration einer Erdsatellitenbahn oder auch einer Elektronenbahn um den Atomkern. Nun können die Gedanken der Kinder um den Kern der Sache kreisen. Ja, besonders bei Dunkelheit. Wenn wir mit dem Auto fahren, das Modell eines Zweitaktmotors mit Getriebe. Das gibt neuen Antrieb im Unterricht. Parken müssen wir. Ja. Verkehrserziehung. Die ferngesteuerten Autos wurden übrigens von Herrn Link in Schwenningen konstruiert und gestiftet. Er hatte von der Not der Dorfschule gehört. Die Verkehrszeichen haben die Kinder selbst gemacht. So begreifen sie bald die Beziehungen von Fahren und Gefahr, von verkehrt und Verkehr. Eine neue Schulbücherei, ein Geschenk der Einkaufszentrale für öffentliche Büchereien in Reutlingen. Auch dort hat man durch den Südwestfunk von Pferich erfahren und geholfen. Und die Kinder wurmt es geradezu, dass sie nicht schon früher Bücherwürmer sein konnten. Freilich alles zu seiner Zeit. Denn jetzt sind sie mit ihrem Lehrer hinaus auf die neue Turn- und Spielwiese. Ja, man hat wirklich den Eindruck, der Herr Lehrer hat mit seiner Aktion für frische Luft gesorgt. Man muss sich selber hochziehen, sagten sich der Herr Meichel und seine Helfer. Auf den richtigen Schwung kommt es an. So wurde aus dem Stiefkind Dorfschule ein Adoptivkind Dorfschule. Was meinst du dazu, Vater Staat?